Grüße euch zu einer ganz anderen Art des Videos. Ich werde heute mal ein Unboxing-Video versuchen. Und zwar habe ich mir etwas ganz Besonderes bestellt. Und das will ich jetzt noch nicht verraten, aber wir packen es jetzt mal gemeinsam aus. Dazu muss ich nur kurz meinen Cutter mal eben ausfahren. Und dann fangen wir an. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Ich muss gestehen, es ist ein absoluter Blindflug, da ich so etwas, wie gesagt, zum allerersten Mal mache. Und entsprechend neugierig bin ich natürlich auch, wie das Video im Ergebnis wird. Musste hier ganz schön basteln, damit ich das überhaupt hinbekomme. Oh, und wir sehen jede Menge Zeitungspapier. Nee, Verpackungsmaterial. Ich liebe Verpackungsmaterial. Das ist doch schon mal richtig cool. Da ist viel drin. Viel ist gut. Denn ich habe gehört, beim Transport ist es schon zu Schwierigkeiten gekommen. Es gibt also einige, die dieses Paket bestellt haben. Und ihr seht auch schon, dass es sich wieder mal um Guild Wars 2 handelt. Bei denen kam es nicht intakt an. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie es bei uns aussehen wird. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, vorne ist der Karton ein bisschen eingedellt. Ich hoffe, das wird uns nichts ausmachen. Gut, dann hole ich das mal raus. Und da gab es einen Schnitt, das weiß ich jetzt schon. Denn ich habe versehentlich meine Adresse geleakt. Das ist nicht so gut. Okay, wir haben einen Karton. Und zwar haben wir uns Aurin als Altdrachen bestellt. Und zwar die Figur. Auf guildnews.de habe ich euch ja schon mal verlinkt oder gezeigt, auch in einem Artikel, wie ihr die mittlerweile in Deutschland bestellen könnt. Und genau das habe ich gemacht. Jetzt gucken wir uns den Karton nur mal von allen Seiten an. Ja. Hier sieht es recht kantermäßig aus. Der steht jetzt bei euch aus dem Kopf. Besser. So. Da seht ihr, dass es ein Kantermotiv gibt. Aurin als Altdrachen. Und das Kantermotiv geht weiter. So. Und hier haben wir bereits den Vorgeschmack, wie es also im Endeffekt aussehen soll. Ich bin gespannt. Die Unterseite ist nichts mehr. Gut. Das heißt, wir können jetzt wirklich anfangen, das Paket auszupacken. So, und da haben wir Aurin auch schon. Mal gucken, dass ich nicht wieder was spoilere. Das werde ich natürlich noch berücksichtigen. Und was kann ich euch zeigen? Die Seite kann ich euch zeigen. Denn, falsch herum, denn hier gibt es noch eine Karte dazu mit dem Ingame-Rücken. Den werde ich im Anschluss dann wieder Ingame zeigen, da schneide ich hinten dran. Ich hoffe, das könnt ihr so gut sehen. Okay. Dann nehmen wir jetzt auch mal vorsichtig alles raus. Aurin ist wieder zurückgefallen. Oh, das sieht gut aus. Aurin scheint unbeschadet bei mir angekommen zu sein. So. Wir können Aurin hier in zwei Teilen entnehmen. Das eine ist direkt der Drache. So, warum müsst ihr das sehen? Genau. Aurin in ihrer ganzen Pracht. Und der Drache ist ein einheitliches Objekt. Auch von unten sehr schön detaillierter Druck. So, die packe ich mal kurz beiseite. Und dann haben wir hier noch den Boden drin. Ah. Der will nicht so ganz. So. Und das ist die Grundplatte.
So. Etwas tiefer, genau. Machen wir den Karton direkt wieder dicht. Und dann haben wir sie hier, unsere Aurin. Moment, die wird Kuchendruck. Nur mal selbst gucken. Auch überhaupt gehört. Gibt keinen festen Modus dafür. Okay, ich habe jetzt noch einmal für euch die Kamera runtergeholt, damit ihr Aurin besser sehen könnt. Ihr seht hier die Aurin im Querformat. Ich stelle auch mal ganz kurz das Lineal daneben, damit ihr einen besseren Eindruck davon habt, wie lang sie ist. Also alles in allem wäre Aurin mit einer Länge von knapp 26 cm mit Grundplatte und der Drache an sich, da will ich nur vorsichtig sein, dass ich nichts kaputt mache. Ja, hat dieselbe Grundlänge. 26 cm. Und dann haben wir eine Breite von mit Flügeln knapp 21 cm. Ich versuche Aurin jetzt auch gerade mal ein bisschen stärker zu belichten, damit ihr das ganze Farbenspiel sehen könnt. Da finde ich, nimmt die Kamera das noch nicht ganz ideal auf. Da haben wir ein schönes Licht. So. Es gibt jetzt hierbei keinerlei Fixpunkte, wo man Aurin wirklich reinlegen sollte. Gibt drei Flächen. Ich denke, so sollte sie hinein. Dann liegt sie nämlich leicht vorne auch mit den Füßen drüber. Das Schöne ist halt, dass Aurin wirklich in einem komplett gedruckt wurde. Ich gehe davon aus, dass es ein Druck ist, aber wunderschön. Ich zeige euch das auch mal ohne Platte, weil das nämlich sehr oft übersehen wird. Und so sieht Aurin dann aus. Grüß euch, da bin ich wieder. Diesmal befinden wir uns in-game und ich zeige euch den Rücken, den ihr bekommt, wenn ihr die Aurin-Statue gekauft habt. Bei der Aurin-Statue ist ein Code dabei, ich habe euch die Karte vorhin gezeigt. Und mit dieser könnt ihr diesen Rücken freischalten. Wir haben Aurin in der Mitte, hinter einer Sonne oder einem explodierenden Stern, wie es aussieht. Und ansonsten haben wir hier wunderschöne Kristallelemente, die von oben und unten den Rücken herunterlaufen. Wir gucken uns auch direkt die Farben wieder an. Kleinen Augenblick, da sind die Farben. Wir haben wieder vier Farbslots. Wir fangen wie immer an mit dem Farbkanal oben links. Den mache ich rot.
Und ihr seht, dass es sich um die Hauptfarbe handelt. Also der gesamte Hintergrund ist rot. Auch hier die Schwingen von Aurin werden mit eingefärbt. Beim Farbkanal oben links handelt es sich dann um die Kristallstrukturen. Also den Hintergrund hier und auch was oben und unten runterkommt. Beim Farbkanal unten links mache ich lila. Und ihr seht, dass das die Umrandung ist des gesamten Umhangs. Und in der Mitte ist jetzt auch das Skelett von Aurin lila eingefärbt. Und in dem letzten Farbkanal unten rechts, da wird da noch einen Gelbton nehmen. Gelb ist ungünstig, denn das ist schon gelb. Da probiere ich mal was anderes. Ja, wir nehmen nochmal einen rosa Ton. Denn jetzt seht ihr, dass sich die ganzen Medaillen und Metallelemente verfärben. Auch hier oben die Schulterhalterungen verfärben sich. Ich mache das Aurin-Skelett nochmal grünlich oder weiß, damit man es besser sehen kann. Also die Metallelemente durch den Farbkanal unten rechts. Ich wende das Ganze nochmal an und wir können es uns in-game angucken. So hat sich das Ganze in-game dann verändert. Wir setzen das mal lieber zurück, denn die Originalfarben sahen deutlich schöner aus. Der Umhang an sich hat mit Kleidern einen Clipping-Fehler, das habe ich schon festgestellt. Ihr seht, dass ich ein Kleid trage, aber sobald ich rückwärts laufe, geht das Kleid in das, der Umhang in das Kleid hinein. Ansonsten ein sehr schöner Rücken. Und bis zum nächsten Mal.